Hallo erstmal zusammen. Schön, dass ihr da seid. Herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Jürgen Erkmann. Ich bin Datenschutzberater seit 2014, unter anderem der Datenschutzbeauftragte der Piratenpartei in Hessen. Davor habe ich für den Betriebsrat Datenschutz gemacht für in einem großen amerikanischen Unternehmen. Tiefe kalte Wasser sind mir also eine Freude. Was werden wir heute machen? Ich gehe da nur kurz drüber weg, weil ihr werdet es ja gleich eh erfahren. Bundesdatenschutzgesetz, Europäische Datenschutzgrundverordnung, DSANPUG und naja, noch ein bisschen was. So, zuerst mal ein Disclaimer. Wenn ihr erwartet habt, dass ihr jetzt erfahrt, was alles sich ändern wird, vom Bundesdatenschutzgesetz über die Europäische Datenschutzgrundverordnung bis zum neuen Bundesdatenschutzgesetz, muss ich euch leider enttäuschen. Da gibt es ein paar Synopsen, die im Internet zu finden sind, aber das ist einfach nicht machbar. Ja, da können wir gerne mal in einem Wochenseminar drüber reden. Detailerklärungen zu den verschiedenen Gesetzen und Gesetzesvorhaben wird es auch nicht geben. Grund ist der gleiche. Das braucht einfach zu viel Zeit. Wer die ersten Folien gesehen hat, wird der Befürchtung wahrscheinlich gerecht werden. Es wird nicht schöner. Ja. Man kann sich mit dem Ganzen nicht beschäftigen. Wenn man nicht auch eine politische Meinung dazu hat, die wird gelegentlich vielleicht mal durchkommen, deswegen auch die Erwähnung der Piratenpartei, damit ihr ungefähr wisst, wo ich einzusortieren bin, was dann eure eigene Meinung dazu ist, ist ja eure. So, fangen wir mal an. Das Bundesdatenschutzgesetz, machen wir ein bisschen erstmal was Historisches. Erste Fassung war schon 1977, das ist eine ganze Weile her. War aber auch nicht das erste Gesetz seiner Zeit, da waren die Hessen ein bisschen schneller. Ein bisschen sehr viel schneller. Eine Neufassung gab es 1990, die wurde notwendig wegen dem Bundesverfassungsgericht und dem Volkszählungsurteil. Das hat dann halt ein bisschen gedauert, das Urteil war 83, 7 Jahre Entwicklungszeit, da würden Softwareentwickler, glaube ich, von träumen. Dass das auch anders geht, merken wir dann später nochmal, ob es besser ist, werden wir dann sehen. Nur zur zeitlichen Einordnung, 1,5 Jahre später haben wir dann in Deutschland auch GSM eingeführt und da reden wir wirklich von GSM und nicht von Smartphones. Insofern war das ein richtig innovatives Gesetz und auch recht fortschrittlich zu seiner Zeit. Ja. Immerhin leben wir ja heute noch damit, mit diversen Anpassungen. Novellierung in 3 Zügen war so eines der größten, 2009. Letzte Änderung ist noch gar nicht so weit her, 10.3. diesen Jahres, allerdings nicht direkt, sondern über das Gesetz zur Neuregelung des Bundesarchivs. Man muss da halt ein bisschen findig sein, wenn man die ganzen Gesetzesänderungen des Bundesdatenschutzgesetzes tatsächlich mitbekommen möchte, weil das ist gar nicht so einfach. Wir werden das im weiteren Verlauf noch sehen, dieses Verstecken in Anführungsstrichen von Gesetzesänderungen in einem Gesetz, in einem ganz anderen Gesetz, findet häufiger statt. Naja, und am 25.05. ist dann Schluss mit lustig in der Form, wie wir es heute haben. Dann ist wieder die Neuregelung fällig wegen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Kommen wir aber gleich noch zu. Ja, das Bundesdatenschutzgesetz, konzipiert als sogenanntes Auffanggesetz. Das kann man sich so in etwa vorstellen wie das Grundgesetz, halt nur anders herum. Ja, also Grundgesetz, ganz klar, massives, solides Dach, ja, das gegen den Hagel der Menschenrechtsverachter schützen soll. Und das hat man dann gebaut und konstruiert und dann hat man oben aufs Dach hat man dann ein paar Presslufthammer draufgelegt und gesagt, so, wenn ihr ein Gesetz habt, ja, was das ein bisschen einschränken soll, dann könnt ihr da jetzt mal losbohren und dann baut ihr irgendwas anderes drüber. Ja, gutes Beispiel, Artikel 2, Absatz 2, kennen wir wahrscheinlich alle, ne? Recht auf Leben, Unversehrtheit, Freiheit etc. bla bla. Im zweiten Satz dieses Artikels steht, dass dieses Gesetz oder dieser Artikel nur durch ein Gesetz geändert werden darf. Davon wird halt rege Gebrauch gemacht, wie beim Bundesdatenschutzgesetz auch. Das funktioniert andersrum. Da hat man sich hingestellt, hat gesagt, naja, wir haben ja jetzt schon jede Menge Gesetze, die irgendwie Datenschutz regeln, die behalten wir auch einfach bei. So, die sind weiterhin gültig und da, wo noch Löcher sind, da hängen wir dann halt einen Metalleimer drunter und dann soll der Hagel halt da reinfallen. Hat erstaunlicherweise ganz gut funktioniert, nur haben wir halt sehr viele Gesetze. Wir haben wir vorhin schon gehabt, die
Datenschutzregeln. Und wenn man mal so in die Sozialgesetzbücher geschaut hat und geguckt hat, was da vom Datenschutz übrig bleibt und der Selbstfindung, dann merkt man auch, das ist nicht viel. Gut. Ja, was haben wir sonst noch? Wie macht das Bundesdatenschutzgesetz das? Zunächst mal verbietet es alles. Ja. Daten sammeln, Daten verarbeiten, Daten speichern, erstmal alles grundsätzlich verboten. Und dann gibt es drei Ausnahmen. Die erste ist, hatten wir schon, ein anderes Gesetz erlaubt das. Okay, davon gibt es viele. Gibt es gute Möglichkeiten als Datenschutzbeauftragter, da was zu finden? Die andere Möglichkeit ist, dieses Gesetz, also das Bundesdatenschutzgesetz, erlaubt es. Auch da gibt es einige Möglichkeiten und das ist auch richtig so. Ansonsten wird die Auslieferung einer Bestellung ziemlich schwierig, wenn der Lieferant nicht wissen darf, wer eigentlich was bestellt hat. Und die dritte Möglichkeit, wenn wirklich alles fehlt, wenn wir keine Möglichkeit haben, irgendwie an die Daten ranzukommen, aber es trotzdem haben wollen, ja mein Gott, dann fragen wir die Leute halt einfach. Gibst du mir die Daten? Jo, mache ich. Na gut, dann habe ich sie, dann habe ich auch einen Grund, dann darf ich und dann mache ich einfach weiter. Auch davon wird sehr rege Gebrauch gemacht und das wird auch so bleiben. Die Einwilligung wird es weiterhin geben, auch das Verbot wird es weiterhin so geben, weil da ändert sich nicht viel. Eine andere Sache, die das Bundesdatenschutzgesetz eingeführt hat, beziehungsweise die Hessen waren auch da wieder ein bisschen schneller, ist der DSB, also der Datenschutzbeauftragte. Hooray, ich habe einen Job. Das ist eigentlich eine recht gute Institution, weil normalerweise, wenn eine Firma oder ein Verein irgendetwas implementieren möchte, was so in Richtung Datenschutz geht, müsste eigentlich die Landesdatenschutzbehörde fragen, darf ich das überhaupt? Ne? Ist das Verfahren, was ich hier habe, ist das so korrekt? Darf ich das so umsetzen? Gibt es da irgendwelche Bedenken? Das würde ein bisschen dauern und außerdem müsste man die Datenschutzbehörden dann so aufblasen, dass das wieder keiner bezahlen möchte. Also hat man gesagt, naja, wisst ihr was, sucht euch einfach selber einen raus, der das kann, ja, und dann fragt halt den. Und wenn der Probleme hat, dann kann der ja auf uns zukommen. Spart den Ländern und dem Bund eine Menge Geld und für die Firmen geht es schneller. Ist also eine ganz gute Institution eigentlich. Der erste der erste Datenschutzbeauftragte weltweit, und damit natürlich auch in Deutschland, kam aus Hessen. Und das war schon 1971, der Willi Birkelbach. Das ist vielleicht nur so am Rande. 71 schon und 1977 Bundesdatenschutzgesetz, ist halt ein bisschen Zeit vergangen. Gut. Was wird sich ändern? Machen wir es erstmal in der Quantität. Das Bundesdatenschutzgesetz hatte 48 Paragraphen und dann gab es noch eine kleine Anlage zu Paragraph 9 Satz 1, das Verfahrensverzeichnis. Und das war's auch schon. Mehr gibt's nicht. Die Europäische Datenschutzgrundverordnung hat 99 Artikel und 173 Erwägungsgründe. Die Erwägungsgründe sind auch wichtig, weil anders als bei bundesdeutschen Gesetzesvorhaben, wo es dann eine Begründung gibt, sind diese heranzuziehen. Die Begründung bei einem normalen Gesetz ist eigentlich, ne, kann man also danach auch knicken, weil das ist einfach nur eine Begründung für die Parlamentarier. Hier sind die Erwägungsgründe heranzuziehen bei jeder einzelnen Bewertung eines Artikels. Ja, und auf das Ganze wird DS Unpuck dann noch 84 Paragraphen draufsetzen. Ja, es wird kein Qualitätsvergleich folgen, ja, zumindest nicht ganz. In der Anhörung zum Bundestag hat der Experte Heinrich Amadeus Wolf von der Universität Bayreuth sich überrascht gezeigt, dass die Ministerialbürokratie so etwas Schönes hervorbringen kann. Das war zu DS Unpuck. Ich habe mich überrascht gezeigt, dass es tatsächlich in Deutschland Anhänger vogonischer Dichtkunst gibt, aber es ist verdammt kompliziert. Ja? Man muss quasi alle Gesetze nebeneinander legen, da wünscht man sich einen großen Monitor. Ja, kommen wir endlich mal zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung. Das ist ein unmittelbares Recht. Vorher hatten wir eine Richtlinie, die muss erst in nationales Recht umgesetzt werden. Eine Verordnung gilt direkt und überschreibt quasi alles, was wir hier in Deutschland haben. Alles, was wir haben, Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz, Telemediengesetz, Sozialgesetzbücher, MAD-Gesetz, BND-Gesetz und so weiter und so fort, muss alles neu konzipiert werden bzw. geändert werden, weil es muss zur Europäischen Datenschutzgrundverordnung passen. Das sind eine ganze Menge.
Der Herr Ronellenfitsch, das ist der DSB in Hessen, hat mal vor dem Landtag gesagt, dass das über 30 Gesetze, Verordnungen und so weiter sind, die nur alleine Hessen betreffen. Die sind alle zu ändern. Bis zum 25.05.2018. Das ist nicht mehr viel Zeit. Bis dahin muss man die Gesetze machen, man muss sie umgesetzt haben. Naja, und dann, wenn man ein Gesetz hat, möchte man ja auch, dass sich irgendjemand dran hält. Das bedeutet, die Firmen müssen auch Zeit haben, die Gesetzesänderungen umzusetzen. Das wird herausfordernd, sage ich mal. Naja, und dann kommt noch ein anderer Aspekt natürlich dazu. Für das Bundesdatenschutzgesetz hatten wir jede Menge Rechtsprechung. Ja, man konnte sich so ein bisschen einpegeln, man konnte nachlesen, was gibt es so alles, ja, was wurde da recht gesprochen, wie muss ich das auch auslegen. Das müssen wir jetzt wieder neu machen. Das heißt, dieses ganze Prozedere, was wir über die letzten Jahrzehnte gemacht haben, fängt wieder von vorne an. Bis dahin muss eine Firma halt sehen oder ein Verein, wie sie das jetzt erstmal auslegt, bis irgendein Gericht mal was dazu gesagt hat. Bleibt also spannend. Ja, das Ziel der Europäischen Datenschutzgrundverordnung war die Harmonisierung des Datenschutzes in der EU. Ob das jetzt wirklich klappen wird, werden wir sehen, weil wir kommen gleich noch auf die Öffnungsklauseln zu sprechen. Das sind ein paar. Durch die Presse gingen ja ein paar Artikel durch. Ja. Marktortprinzip, Artikel 3. Ja, wenn du in unserem Sandkasten spielen willst, dann hast du dich auch an unsere Regeln zu halten. Höhere Berufsgelder. Ja, Bundesdatenschutzgesetz sagte 300.000, das ist so das Höchste, was wir vergeben. Vergeben worden ist es meines Erachtens nie. Und da setzt die DSGVO dann doch schon mal ein bisschen was drauf. 20 Millionen Euro oder 4% des weltweiten Umsatzes. Das ist schon mal ordentlich. Ja, ob es dann vergeben wird, auch noch eine andere Sache. Das ist Artikel 83. Artikel 17, Recht auf Vergessen. Wie das umgesetzt werden soll, da streiten sich die Geister noch heute. Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen, ja, schön, wenn ich mal Blödsinn gemacht habe, kann ich dann irgendwann mal sagen, so, jetzt ist aber auch genug damit. Auf der anderen Seite ist es halt immer eine Abwägungsfrage, was ist wichtig, was ist erhaltenswert. Dann gibt es das Recht auf Datenübertragbarkeit, Artikel 20 auch eine sehr schöne Sache. Wenn ich von einem Service zu einem anderen wechseln möchte, ja, dann sage ich einfach dem Hersteller oder dem Anbieter, ja, gib mir mal alles, was du hast, alles an persönlichen Daten von mir und das kannst du erstmal mir geben oder weißt du was, gib das gleich dem Neuen. Das ist schön und das ist auch erstmal eine tolle Idee, aber ich muss ja irgendwie dem Anbieter das sagen. Und der muss wissen, wer das gesagt hat und ob er das überhaupt darf. Darf der die Daten überhaupt kriegen? Es gibt die Artikel 29-Gruppe, das ist das Beratergremium der EU-Kommission, das sage ich jetzt mal so, der Rat der Datenschutzweisen. Die haben dazu mal eine kleine Ausarbeitung gemacht, was eigentlich Firmen jetzt so, also wir reden von großen Firmen, eigentlich vorhalten müssen, damit das möglichst automatisiert funktioniert. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, da sind die nächsten Datenlecks vorprogrammiert. Das wird lustig, weil die Datenübertragbarkeit gilt für alle, auch die kleinen Firmen. Jeder kleine Anbieter muss das implementieren. Viel Spaß. Artikel 25, Privacy by Design and Privacy by Default, ist durch die Presse gegangen wie ein Höllenfeuer. Im Artikel 25 liest sich davon nichts. Ja, also den Begriff Privacy by Default und Privacy by Design wird man dort nicht finden. Man muss den Artikel schon richtig genau lesen und so ein bisschen wissen, worauf man achten muss, um das da tatsächlich rauszuformulieren. Da dürften wir dann wieder auf die Rechtsprechung gespannt sein, die das dann ein bisschen konkretisieren wird. Die Erwägungsgründe sind hier dann wieder der wichtige Punkt. Da kann man ein bisschen mehr erfahren, was eigentlich man sich dabei gedacht hat. Ist aber eine super Sache, haben wir wirklich lange darauf gewartet, dass das mal umgesetzt wird. So, auf die nächsten beiden gehe ich gleich nochmal ein, denn dann kommen wir zu den Öffnungsklauseln, die dieses Gesetz hat. Zunächst einmal aber, es sind überhaupt keine Öffnungsklauseln, weil streng juristisch genommen sind es nationale Regelungsspielräume. Soll uns aber nicht weiter irritieren, Öffnungsklausel hat sich
ist im Umlauf und weiß jeder, was gemeint ist, deswegen behalten wir es auch bei. Und da gibt es unterschiedliche von, nämlich zum einen die spezifischen Öffnungsklauseln, das ist zum Beispiel das Alter für eine Einwilligung. Das heißt, wenn ich jetzt als 14-Jähriger gerne irgendwo mich bei Facebook anmelden möchte, dann ist das die Frage, darf ich das überhaupt oder muss ich dafür die Eltern fragen? Europäische Datenschutzgrundverordnung sagt erstmal nö, ja, Einwilligung erst ab 16, aber der nationale Gesetzgeber darf in einem gewissen Spielraum, nämlich ab dem 13. vollendeten Lebensjahr bis zum 16. eigene Regelungen treffen. Wenn er das macht, schön, wenn nicht, gilt die 16. Okay, wir werden es auf 13 runtersetzen, das wird den 14-Jährigen freuen oder die 14-Jährige. Dann gibt es noch unspezifische Öffnungsklauseln, das ist zum Beispiel der Artikel 80 des Verbandsklagerecht. Die Datenschutzgrundverordnung sagt gar nichts darüber, ob wie das ausgestaltet ist oder was man damit machen kann oder nicht. Die sagt einfach nur, ja, wenn ein nationaler Gesetzgeber ein Verbandsklagerecht hat oder zukünftig implementieren will, dann darf er das. Muss halt dann in Europa Bescheid sagen. So, wir haben jetzt ein Verbandsklagerecht. Das ist aber, wie gesagt, eine Kann-Regelung. Wenn der nationale Gesetzgeber sagt, Verbandsklagerecht, scheiß Idee, ja, könnte ja jeder kommen, dann lässt das einfach und dann ist das auch durch das Thema. Dann kriegt er das nicht. Da merkt man dann schon wieder mit der Harmonisierung, das wird schwierig, denn alleine bei diesen beiden Beispielen kann man sich vorstellen, dass es da gewisse Unterschiede in den verschiedenen Ländern geben wird. Das ist von Harmonisierung ein bisschen weit entfernt. Insgesamt, je nach Zählweise und Auslegung, gibt es zwischen 60 und 80 solcher Öffnungsklauseln. Harmonisierung, ne? Wir hatten das Thema schon. Es gibt dazu eine ganz gute Sache vom Kühling Martin et al. Der hat jetzt 60 Klauseln ausgemacht, aber in diesem Ding, und am Ende gibt es auch einen Link dazu, findet sich halt auch eine Synopsis. Das heißt, da kann man wirklich mal sehen, wo sind die Öffnungsklauseln, was für eine Art von Öffnungsklauseln sind sie und wie entsprechen sie in etwa vielleicht dem Bundesdatenschutzgesetz. Das ist ganz fein, deswegen habe ich es damit reingenommen, aber es gibt da viele andere und wie gesagt, es sind halt jede Menge. Gut, jetzt haben wir diese ganzen Öffnungsklauseln, jetzt müssen wir die ja auch in nationales Recht umsetzen, weil sonst haben wir sie ja nicht, ne? Es nutzt ja nichts. Und das soll DSAnPUG machen. DSAnPUG steht für Datenschutzanpassungs- und Umsetzungsgesetz. Europa. Hat zwei Ziele, zum einen die Neuregelung des Bundesdatenschutzgesetzes, also Bundesdatenschutzgesetz 3.0. Und zum anderen soll auch noch ein bisschen was anders geregelt werden, nämlich, jetzt muss ich mal gucken, dass Bundesverfassungsschutzgesetz, das Sicherheitsüberprüfungsgesetz, das MAD und das BND-Gesetz. Warum das jetzt? Zusammen mit der Europäischen Datenschutzgrundverordnung gab es noch eine Richtlinie. Die hat einen kurzen Namen, die heißt EU 2016-680 oder, und jetzt muss ich ablesen, Richtlinie zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die zuständigen Behörden zum Zwecke der Verhütung, Ermittlung, Aufdeckung oder Verfolgung von Straftaten oder der Strafvollstreckung sowie zum freien Datenverkehr zur Aufhebung des Rahmenbeschlusses 2008/977/JI. Also es geht noch länger mit den Namen. Wer jetzt ganz genau aufgepasst hat und irgendwie eine Diskrepanz feststellt, nämlich bei Schutz von personenbezogenen Daten und freien Datenverkehr, der ist nicht alleine. Diese Richtlinie gilt ebenfalls ab dem 25.05.2018 und regelt, wie die Polizei und die Justiz mit dem Datenschutz umzugehen hat. Wir haben also so dasselbe Zeitfenster, ne? Ist halt viel für den Gesetzgeber. DSAnPUG hat auch eine Historie, genauso wie das Bundesdatenschutzgesetz, allerdings nicht ganz so lang. Es gab einen ersten Referentenentwurf, da war noch vom allgemeinen Bundesdatenschutzgesetz die Rede, das war am 5.8.2016, also noch nicht gar nicht so lange her. Der war so saugut, dass wir gleich einen zweiten Referentenentwurf hinterhergeschoben haben. Der kam auch nicht besonders gut an. Nichtsdestotrotz gab es einen Kabinettentwurf am 1.2.2017.
das Kabinett hat den auch angenommen. Jetzt steht er halt im Gesetzgebungsverfahren. Und dann gab es auch direkt mal die erste Lesung, 9.3., erste Beratung im Bundesrat, 10.3., einen Tag später. Man sollte auf den Bundesrat nicht unbedingt hoffen, sagen wir es mal so. Der Bundesrat hat ja doch einige Änderungswünsche, gingen aber für diejenigen, die sich eher so für Datenschutz interessieren, dann in die falsche Richtung. Allerdings gab es auch Expertenanhörungen, wir hatten das ja vorhin schon mal, und es gab nicht nur Experten, die von wunderbaren Gesetzen fabuliert haben, sondern auch von extremer Kritik. Und deswegen hat die Bundesregierung bzw. die Regierungskoalition am 27.03. einfach mal einen Änderungsantrag zu ihrem eigenen Gesetzentwurf gemacht. Der war auch bitter notwendig. Warum, sehen wir gleich. Ja, aber zunächst mal, es soll so in diesem Stil weitergehen. Ja, die Behandlung im Innenausschuss ist vorgesehen am 26.04. Das ist nicht mehr allzu lange. Die zweite und dritte und damit abschließende Lesung, wenn alles gut geht, am 27.04. Bitte den 27.04. merken, der kommt noch ein paar Mal auf uns zu. Um 16.15 Uhr laut Tagesordnung des Bundestags wird das dann ebenfalls verabschiedet. Dann muss der Bundesrat nochmal beraten. Und wenn der jetzt keine Einwände hat, dann kann eigentlich der Bundespräsident unterschreiben. Und dann haben wir's. Und dann hat das ganze Ding ungefähr anderthalb Jahre gedauert. Und das ist zu den 7 Jahren, die es vorher gedauert hat, ja schon mal was. Ja, also es ging dann doch wesentlich schneller. Man wünschte sich, sie hätten sich etwas mehr Zeit gelassen. Aber sie haben halt keine. Ist halt schwierig. Ja, es gibt bestimmt Positives zu berichten vom DS-ANPUG, also das heißt Bundesdatenschutzgesetz 3.0. Zuerst mal, hurray, ja, ich habe weiterhin Job, die Regelungen zum DSB sollen beibehalten werden. Dass das grundsätzlich eine gute Sache ist, habe ich ja schon gesagt. Und naja, es mindert halt auch die Kosten in den Ländern. Ja, ist ja schön. Der Erhalt des Arbeitnehmerschutzes soll im Grunde genommen beibehalten werden, aber halt leider nicht ganz. Das, was die SPD so immer seit, ich glaube, über 10 Jahren möchte, ja, eine Datenschutz, Arbeitnehmerschutz, wird es halt auch diesmal nicht geben und vielleicht in der nächsten Legislaturperiode dann allerdings als eigenes Gesetz. So die Vorstellung der SPD. Naja, das wird also noch ein bisschen dauern. Das Verbandsklagerecht, man ist ein wenig erstaunt, aber tatsächlich soll implementiert werden. Das ist schön, das freut uns. Und ansonsten sollen eigentlich auch die Regelungen, die wir im Bundesdatenschutzgesetz hatten, sollen eigentlich auch weitgehend gerettet werden. Weitgehend halt. Ja. Was da nicht so gerettet werden wird, da kommen wir dann jetzt zu. Und das hier einsetzen ist kein Fehler. Es gibt Kritik, zum einen am Aufbau und an der Struktur, denn dieses Gesetz zu lesen ist eben wie vogonische Dichtkunst. Man liest das Bundesdatenschutzgesetz und dann liest man die Europäische Datenschutzgrundverordnung und dann liest man noch ein paar andere Gesetze und dann weiß man vielleicht, was man machen muss. Vielleicht aber auch nicht. Die Referenzierung innerhalb der verschiedenen Gesetze ist sehr aufwendig und für einen Laien eigentlich kaum verständlich. Das ist ein bisschen schade, weil der Laie normalerweise der Betroffene ist, der sich gegen Übergriffe recht wehren soll. Und dafür ist das Gesetz eigentlich gedacht. Aber naja, man kann nicht alles haben. 2 Sachen sind gestrichen, Aufweichung der Zweckbindung, Paragraph 23 und 24 und Beschränkung der Betroffenenrechte wegen unverhältnismäßigem Aufwand, Paragraph 32, da ist der Wind dann doch ein bisschen stark gewesen, da mussten sie nachbessern, das haben sie eben in diesem Änderungsantrag gemacht. Es ist allerdings nur eine Teilentschärfung, da muss man sich nichts vormachen. Dafür kommt auf jeden Fall die Ausweitung der Videoüberwachung in Paragraph 4 wie man Videoüberwachung denn auch von staatlicher Seite dann zukünftig drauf zugreifen kann. Also wir reden von öffentlicher Videoüberwachung, das heißt in irgendwelchen Einkaufszentren oder ne, im privaten Bereich.
Es kommt die automatisierte Entscheidung für Versicherungen, das ist auch sehr schön, im Paragraph 37, keine Kontrolle von Geheimnisträgern, Paragraph 29. Das heißt, die Bundesdatenschutzbeauftragte darf jetzt bei Geheimnisträgern, und wir reden da von Rechtsanwälten, Steuerberatern, Ärzten, Kliniken etc. bla bla, darf die keine Kontrollen mehr machen. Das ist schade. Das ist bedenklich. Weil gerade in dem Bereich wünscht man sich eigentlich, dass die mit sensiblen Daten doch umgegangen wird in einer Art und Weise, dass auch die Bundesdatenschutzbeauftragte damit zufrieden ist. Es kommt hinzu, dass an einer anderen Stelle, und auch hier muss ich wieder ablesen, nämlich im Gesetz zur Neuregelung des Schutzes von Geheimnissen bei der Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen, das wird ebenfalls am 27.04. in erster Lesung behandelt, und zwar um 2.15 Uhr nachts, das erleichtert die Auftragsdatenverarbeitung für Geheimnisträger. Das heißt, die können jetzt hingehen und sagen, früher war es ein bisschen schwierig, ne? Ich bin Geheimnisträger, habe jetzt halt ein Geheimnis. Ich bin übrigens auch Geheimnisträger vom Berufswegen, aber habe jetzt ein Geheimnis, möchte aber eigentlich die Datenverarbeitung jemand anders überlassen, ja? Weil ich habe da keine Ahnung von. Ist halt schwierig. Wie mache ich das? Weil ich habe halt nur mal ein Geheimnis, was ich nicht weitergeben darf. Ja? Strafrecht. Ja, sind wir bei 3 Jahren Knast oder sowas in der Art. Und das soll jetzt erleichtert werden. Es wird einfach gesagt, naja, dann ist der Auftragsdatenverarbeiter dann halt zukünftig auch ein Geheimnisträger. Was soll's? Also ich meine, das ist eine Kleinigkeit. Dass das keiner Kontrolle mehr dann unterliegt, ist halt bedenklich. Und ich glaube, wir sind da einer Meinung. Bedenklich ist auch, dass die Bundesdatenschutzbeauftragte nur noch beschränkte Kontrollen gegenüber Justiz und Polizei haben soll. Die darf nämlich zukünftig, anders bei allen anderen, ja, da darf die richtig Strafen verhängen und auch mal ein Machtwort sprechen, bei Justiz und Polizei darf sie beanstanden. Das machst du mir aber nicht wieder. Nö, ist klar, geh nach Hause. Das war's, mehr darfst du nicht. Ja? Kann man mal beanstanden. Also, das war jetzt aber nicht so schön. Na gut, interessiert uns nicht. Da kann man jetzt so ein bisschen drüber hinweggehen, weil das hat sich noch geändert. Wir sind ja da im Paragraphen 24. Interessant ist das allerdings deswegen, ursprünglich war die Auslegung des ursprünglichen Paragraphen 24, das ist Zweckbindung, war geplant, sehr exzessiv zu nutzen. Wie ist man darauf gekommen? Naja, es gibt das NetzDG, also das Netzwerkdurchsetzungsgesetz, beziehungsweise den Entwurf dazu. Und der soll an einer Stelle auch das Telemediengesetz ändern, nämlich den Paragraphen 14.2. Das ist die Hintertüreinführung des Klarnamenszwangs. Ja? Und dazu gibt es eine Begründung, wie für jedes anständige Gesetz. Und dieser Begründung konnte man entnehmen, wie sich die Bundesregierung so vorgestellt hat, wie Paragraph 24 in seiner ursprünglichen Fassung eigentlich angewendet werden sollte. Und das ist sehr spannend zu lesen und treibt eigentlich einem jedem Datenschützer die Schamesröte ins Gesicht. Aber ist ja jetzt geändert. Gucken wir mal, was draus wird. Wir wissen es noch nicht. Schön ist, dass es immer noch genug Menschen gibt, die mit genug Sachverstand, die sagen, naja, also das, was die da so fabriziert haben, ist vermutlich mit der europäischen Datenschutzverordnung nicht konform. Und dann wird es schwierig. Das Bundesverfassungsgericht wird sich wahrscheinlich irgendwann in 2 bis 5 Jahren mal damit befassen dürfen. Tja, kommen wir also zurück zum Thema des Abends, des Tages, der Woche, des Wochenendes. Ist das Zufall oder kann das weg? Wir kommen gleich noch zu ein paar anderen Gesetzen, die so in der Mache sind. Und wenn man sich dies alles so in der Gesamtschau mal anguckt, dann ergibt sich da ein gewisser roter Faden und eine Richtung, in die das Ganze geht. Und wenn man sich das so anschaut, mag man eigentlich nicht mehr von Zufall sprechen. Das ist schon sehr straight. Ja, das geht in eine Richtung und die ist nicht schön, zumindest wenn Datenschutz einem etwas wert ist. Ich weiß nicht mehr genau, ob es netzpolitik.org oder digitale Courage war. Irgendjemand hat mal gesagt, nennen wir das Ding doch besser anders, nämlich Datenschutzverhinderungsgesetz. Ich fand das sehr amüsant und auch zutreffend.
man muss halt wirklich schauen. Ja? Also wir, beteiligt sind natürlich die Regierungsparteien im Bund. Wir haben aber auch in den Ländern diverse Gesetzesvorhaben, die, wie gesagt, wir stehen da vor einem großen Veränderungsdruck. Und da sollte man auch mal gucken, was denn nicht nur SPD und CDU, sondern auch halt eben CSU, naja gut, und die Grünen dort fabrizieren und was die alles durchwinken. Im Moment müssen wir da wirklich ganz verschärft aufpassen, weil, wie gesagt, der Änderungsdruck so wahnsinnig hoch ist und die Schlagzahl jetzt enorm ist. Ja, man kommt kaum hinterher, die Dinge eigentlich zu lesen und zu verstehen. Dann sind eigentlich schon die nächsten drei in der Mache. Und das ist etwas, was so momentan passiert. Ja, DS-Anpuck haben wir schon gesagt. Das BKA-Gesetz wird am 27.04. verabschiedet werden in letzter Lesung, das NetzDG in erster Lesung, das Gesetz zur Förderung der EID ebenfalls am 27. Förderung zur EID, sagt das jemand was? Schon mal gehört? Da hinten wird genickt. Ist im Endeffekt wird es ganz einfach, der neue Personalausweis hat ja so wunderschöne Funktionen, die keiner nutzen möchte. Und dann hat man sich gesagt, naja, wenn die keiner nutzen möchte, dann implementieren wir sie einfach zwanghaft. Die werden jetzt einfach freigeschaltet. Vorher konnte man sich dagegen wehren, hatte man sozusagen ein Opt-out und jetzt hat man halt keine Wahl. Das wird dann passieren. Dann gibt es auf Europaebene gibt es noch die E-Privacy-Richtlinie. Da kann man mal einen Blick reinwerfen. Die ist auch ganz interessant. Und dann gibt es noch eine Richtlinie über bestimmte vertragsrechtliche Aspekte der Bereitstellung digitaler Inhalte. Das Ding heißt tatsächlich so. Ja? Bestimmte vertragsrechtliche Aspekte. Ist auch nochmal eine sehr lustige Geschichte auf Europaebene. Da werden auch nochmal einige Sachen versteckt. Da gehe ich aber jetzt auch nicht im Detail darauf ein. Naja, und Call for Action ist das Ganze überschrieben. Ja? Die Frage ist halt, wir können hier regeln, was wir wollen. Naja, wenn Teaser kommt und das Ding nicht dem freien Markt entspricht, dann kann man die Tage zählen, die das noch gültig ist. Also setzt euch ein. Naja, wir haben eine Bundestagswahl. Die kann man natürlich zum einen nutzen, um sein Kreuzchen zu setzen. Und welches Kreuzchen ihr setzen wollt, ist eure Entscheidung. In der Wahlkabine stirbt jeder seinen eigenen kleinen oder großen Tod. Aber das ist immer auch eine gute Gelegenheit, mal die Parteien ein wenig vor sich herzutreiben und auch mal zu prüfen. Ja, diese Wahlprüfsteine sind ja beliebt und man kann so in diesem Druck der Prognosen kann man vielleicht auch das eine oder andere nochmal implementieren und mal Überzeugungsarbeit leisten. Aber es ist nicht viel Zeit dafür. Wir müssen wirklich den Arsch hochkriegen und was tun. Ja. Und zum anderen, klar, wenn wir jetzt hier wissen und ihr im Stream jetzt wissen, was so läuft, sind wir trotzdem noch wenige. Ja, wir müssen schauen, dass das allgemein bekannt wird, dass wir hier mehr Action bekommen. Denn wenn unsere Daten das Öl des 21. Jahrhunderts sind, dann ist der Datenschutz der Umweltschutz von heute. Danke. Ja, ich glaube, ich bin noch ganz gut in der Zeit, also insofern haben wir noch Zeit für ein paar Fragen. War viel. Okay, dann herzlichen Dank.